Ja, schönen guten Tag. Wir sind hier auf der Konferenz The Rise of IoT and Big Data in Rail. Und ich freue mich, dass ich den Kurt Gatzker hier getroffen habe. Er ist IoT-Manager bei der Deutschen Bahn im Technikressort. Herzlich willkommen, schön, dass wir uns hier gesehen haben. Es ist schon die 5. Ausgabe. Hast du jetzt schon am Tag 2 Erkenntnisse, die du daraus mitnehmen kannst? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es immer wieder spannend, dass IoT, der Begriff, der existiert ja schon sehr lange, aber auch immer noch hochaktuell ist, die Kombination mit Big Data nach wie vor ein Trendthema ist. Und es kommen jetzt zusätzlich Themen hinzu, wie digitaler Zwilling, also Analytics-Themen. Also der Aspekt, um IoT so eine Ende-zu-Ende-Kette aufzubauen, ist nach wie vor hochaktuell und das sind spannende neue Themen. Und natürlich auch Schlagwörter wie KI kommen natürlich jetzt auch noch hinzu. Also das ganze Themenfeld wächst nach wie vor, ja. Ich glaube, dann haben wir auch eine richtige Übersetzung. Ich habe gestern im Vortrag gehört, IoT wurde mit Internet of Trains übersetzt. Ist da was dabei, was du sagst? Ja, das passt. Ja, der Begriff war für mich auch ein bisschen neu, aber auch, ich würde sagen, auch richtig. Ja? Also IoT spielt insbesondere in der gesamten Bahnwelt nach wie vor eine große Rolle. Ja? Also wir sind mit der Digitalisierung von Fahrzeugen, auch der Konnektivität von Fahrzeugen, Komponenten, Tracks, nach wie vor nicht da, wo man sein könnte, wie man sich das vorstellt. Die Standardisierung hinkt auch noch in vielen Aspekten hinterher. Also Internet of Trains, definitiv auch ein gutes Schlagwort. Ja? Ist eine gute Übersetzung. Vielleicht eine letzte Frage. Wir reden ja hier viel über Data und über den Umgang mit Daten in der Rail-Industrie. Wenn jetzt hier aus dem Saal die gute Fee des Datenmanagements rauskäme und du hättest einen Wunsch frei, wie ihr besser in der Deutschen Bahn mit Daten umgehen könntet, welchen Wunsch hättest du? Ja, also das Buzzword, wir haben ja über die IoT-Ketten gesprochen, das alles richtig, alles wichtig, neue Datentechnologien, Analysemöglichkeiten hinzufügen, aber ich glaube, der Schlüssel zum weiteren Erfolg und dass wir besser werden, ist das Datenteilen. Ja, wir müssen viel, viel besser werden, schneller und offener, auch über Unternehmensgrenzen hinweg Daten zu teilen und die Mehrwerte aus den Daten zu generieren und nicht den Daten selber als Schatz zu betrachten, sondern was kann man aus den Daten machen, das ist einfach wichtig und das würde ich mir von der Fee wünschen. Ja, ja. Herzlichen Dank, Kurt, für die Zeit, ja, und wir auch. Teilen jetzt unser Wissen mit den anderen Teilnehmern. Vielen Dank und auf Wiedersehen.